zum Thema Ähnlichkeitsabbildungen. Die Figuren 1, 3 und 5 sind ähnlich, weil sie von einer zur anderen durch eine Kongruenzabbildung, gefolgt von einer Vergrößerung oder einer Verkleinerung, abgebildet werden. Das ist aber nicht der Fall für die Figuren 2 und 4, weil diese zwei Figuren verzerrt sind. Eine Ähnlichkeitsabbildung ist die Verkettung einer Kongruenzabbildung und einer Vergrößerung oder einer Verkleinerung, aber ohne Verzerrung. Schauen wir zum Beispiel dieses Dreieck. Dieses Dreieck kann so vergrößert werden oder verkleinert werden oder sogar zur anderen Seite gespiegelt und dann vergrößert oder verkleinert werden. Und solch eine Ähnlichkeitsabbildung kann dann noch gefolgt werden von einer Kongruenzabbildung, wie zum Beispiel hier von einer Punktspiegelung gegenüber diesem Punkt Z. Man sagt dann, dieses Dreieck sei das Bild von diesem Dreieck durch diese Ähnlichkeitsabbildung, die Folge von einer Vergrößerung und einer Kongruenzabbildung. Der Maßstab der Verkleinerung oder der Vergrößerung wird Ähnlichkeitsverhältnis genannt und mit K bezeichnet. Bei jeder Ähnlichkeitsabbildung werden erhalten die Kollinearität, die Mitten, die Winkelöffnungen, die Parallelität sowie die Orthogonalität, aber hier natürlich nicht mehr die Distanzen, so wie bei einer Kongruenzabbildung.